bei 3 nach 9. Das gilt heute Abend auch besonders unserem Redakteur Wolf Neubauer, der sich zum ersten Mal die Sendung von zu Hause anguckt, denn er liegt mit einer schweren Grippe im Bett. Bleib bis 12 dabei bei 3 nach 9, dann geht's dir gleich wieder besser. Unsere Gäste heute Abend: Holm Dressler, der Mann für Brot und Spiele in Treue fest zu Thomas Gottschalk. Rupert Neudeck, Anwalt der Dritten Welt gegen die treulosen Industriestaaten. Howard Carpendale, dank einer treuen Fangemeinde seit 25 Jahren ganz oben. Erhard Schwirz, Betriebsrat im Osten, von Honecker verraten, von der Treuhand verkauft. Marianne Bachmeier, Frau mit Vergangenheit, versucht, ihrer Rolle untreu zu werden. Musik heute von Victoria Miles, und zwar nicht treu deutsch. Und das Klavier wie immer in Gottfrieds treuen Händen. Sie haben es eben mitgehört, das öffentlich-rechtliche Fernsehen unterhält nicht außer einem riesigen Apparat. Sie unterhält da jedenfalls auch nicht, jedenfalls nicht als Festen. Sie sind seit geraumer Zeit frei, arbeiten als Producer fürs Fernsehen. Ich sage es nur ein Beispiel für viele: Thomas Gottschalk, früher, jetzt noch, Wetten, dass, auch seine neue Show bei einem anderen Anbieter, und so weiter und so fort. Muss man sich erst freimachen vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen, bei dem Sie lange genug waren, um so erfolgreich zu sein wie Sie? Oh nein, natürlich nicht. Also jetzt setzt man voraus, also Erfolg ist so eine Sache. Es gibt natürlich auch Menschen, die das, was wir treiben, sehr kritisch beurteilen. Und ich glaube... Dazu zählen Sie aber nicht, oder? Na, also ich selbst beurteile das, was wir tun, nicht kritisch, sondern verfolge es mit einem riesigen Spaß. Deshalb mache ich es natürlich auch. Und Unterhaltung ist eine tolle Sache und ich stehe dazu. Und wie man hört und wie man auch weiß, ist der Bedarf nach Unterhaltung offensichtlich auch vorhanden und auch nicht tot zu kriegen. Und die öffentlich-rechtlichen Anstalten und die privaten machen ja keinen Unterschied. Wir selbst, Thomas und ich, hatten immer unsere Narrenfreiheit und das auch schon bei den öffentlich-rechtlichen. Das Stichwort Thomas Gottschalk ist schon gefallen. Haben Sie mit dem Jungen einfach Schwein gehabt, um es so zu Absolut. Formulieren? Absolut, also das ist natürlich tatsächlich so. Nicht nur ich, sondern eigentlich alle. Der wäre auf allen Kanälen gelaufen. Ja, also Thomas, Erfolg ist seine Spontanität, sein Witz. Also da braucht er weder mich noch jemand anderen. Nur ich habe das Glück gehabt, ihn kennenzulernen. Und wir führen mittlerweile eine 13-jährige Ehe. Und im übertragenen Sinne. Und deshalb ist es natürlich gut. Und ich glaube, dass ich wichtig für ihn bin, einfach weil ich ihm Rücken frei halte und natürlich auch jemand bin, der sich gern hinsetzt und Ideen einfach auswirft. Womit mal wieder bewiesen wird, wäre, dass die Ehen, die auf Interessen ruhen, die besten sind. Nein, es sind auch auf Zuneigung in diesem Fall, nicht nur Interessen. Verband, es ist natürlich so, das ist, glaube ich, ist besser, wenn Ehen geschlossen werden mit dem Bauch und nicht mit dem Kopf. Wollen wir nur der Vollständigkeit halber sagen, was Sie wegen Thomas Gottschalk alles aufgegeben haben, unter anderem auch eine große Zukunft bei Radio Bremen. Denn Sie waren hier Aufnahmeleiter. Richtig, genau. Und wollten fest werden, ja. Und dann gab es aber auch keine Planstelle. Und so wurden Sie der Sie sind. Ja, ist richtig. Das war also vor 15 Jahren, ist es richtig, war ich hier als Aufnahmeleiter. Glück gehabt. Kann. Ich weiß nicht, ob die in Bremen auch rumlaufen. Ja, ich wollte jetzt nicht unter die Gürtellinie. Also die Hosenträger ist es tatsächlich, wir tauschen die auch hin und wieder. Und, aber es ist richtig, 15 Jahre war ich hier in Radio Bremen, 2 Jahre, eine tolle Zeit. Wer weiß, vielleicht sehe ich jetzt auf diesem Platz. Mhm. Kommen wir noch drauf, auf die Talkshows. Nochmal zurück zu Tommy Gottschalk. Würden Sie sich zutrauen, heute auch ohne Tommy Gottschalk den Erfolg zu haben, den Sie gehabt haben? Kann man Unterhaltung unabhängig von so einer Figur wie Gottschalk erfolgreich machen? Aber mit Sicherheit. Es wäre ja traurig, wenn es nicht so ist. Und ich will mich jetzt hier nicht selbst überschätzen, wenn ich hier ein klares Ja sage, sondern ich meine damit alle, die natürlich mit mir auch diesen Job ausüben, und ich bin hier nicht alleine. Nein, das beinhaltet eine gewisse Mobilität und vor allen Dingen natürlich auch Spaß und Freude und auch sich das Bekennen zur Show. Ich weiß, als ich auch Abi gemacht habe und so weiter, und es ging um Berufswünsche, da haben meine Schulkollegen, Lehrer,
werden wollen, alles Mögliche oder Physiker und Ähnliches. Und ich habe mir gedacht, ich will irgendwas mit Fernsehen und am liebsten Unterhaltung. Und da hat man schon gesagt, oh, das kann doch nicht dein Ernst sein. Das war anrüchig. Ja, es war irgendwo eigentlich sollte man sowas nicht werden wollen. Mhm. Und ich wollte das von vornherein, die Alternative zum Fernsehproducer wäre bei mir der Urlaubsanimateur oder vielleicht Fabrikant einer Spielzeugwarenfabrik gewesen. Ja, ja. Insofern habe ich jetzt was muss man denn mitbringen, um so einen Spaß an Unterhaltung zu haben? Wie muss man da gestrickt sein? Man muss selbst ein Kindskopf sein, sage ich mal. Und man muss selbst einfach auch im privaten Bereich irgendwo schon auch nicht das berühmte Kind von Traurigkeit sein, glaube ich, eine gewisse Mobilität und vielleicht Optimismus. Sie wirken in dem Punkt dem Thomas Gottschalk gar nicht unähnlich. Sie wirken wie so ein Sonny Boy. Sind Sie das? Ich bin es gerne, wenn es ein Kompliment ist. Wenn es natürlich eine Kritik ist im Sinne von trostlos oder so ähnlich, dann will ich es überhören. Nein, also ich glaube, Optimismus ist hier alles und den braucht man natürlich auch. Und Optimismus hat nicht jeder. Das ist eine Gabe, die ich bekommen habe. Und es gibt Menschen, die wenig optimistisch sind, die auch wenig optimistisch ihre Umwelt betrachten, auch reflektieren. Und dass denen weniger nach Unterhaltung zumute ist, als vielleicht mir, der es optimistischer sieht, ist es völlig legitim. Also Sie würden sagen, Ihr Lebensmotto ist Think Positive. Ja, absolut, ja. Glaub schon. Und das kann man durchhalten. Es fällt manchmal schwer. Es ist ja nicht so, dass man wie ein Depp jetzt vielleicht mit Scheuklappen durch die Lande geht und sich vielleicht möglicherweise gar nicht mehr interessiert für das, was einem rumgeht. Ja. Nein, ich bin politisch aktiv, ich habe eine klare Meinung. Ich habe aktiv? Auch Sorgen. In welcher Hinsicht? Nein, aktiv im Sinne, dass ich mich klar bekenne. Nämlich? In Bayern zur Grünen Partei und bundesweit zur SPD und auch zur SPD-Grünen. Koalitionen und das nicht nur, weil es schick ist, sondern weil ich es auch für richtig halte. Ist es denn auch schick, dass du lange vorbei hältst? Wahrscheinlich nicht, ja. Insofern habe ich da vielleicht, oder muss man mir nicht nachsagen, ich würde hier den Trend folgen. Also ich finde schon, auch nicht, wenn man sozusagen Gegenwind bekommt. Und diesen Gegenwind bekommen gerade wir, die wir Unterhaltung machen, eigentlich permanent. Und es ist, aber Gegenwind dann aufzustecken, ist ja auch nicht das Richtige. Liegen Sie da nicht im Clinch mit Thomas Gottschalk, der so genschernah ist? Er ist Genscher nahe, ob er nun dann, es ist eine Freundschaft geradezu, das ist richtig. Und es mag sein, dass er auch diese Partei wählt, aber die Tatsache, dass ich das gar nicht mal im Moment weiß, auch nicht unterstreiche, macht die Unwichtigkeit eigentlich in dieser. Könnte sich einer wie er leisten zu sagen, ich bin Grüner? Ja, und dann ja er schon. Ich behaupte nicht, dass sich das alle leisten könnten. So freizügig sind wir nicht. Ein Thomas Gottschalk könnte es, ja. Wo sind denn überhaupt nach Ihrer Erfahrung die Grenzen der Unterhaltung hier in diesem Land? Ginge es in den Shows, die Sie machen, dass jemand eine Krawatte trägt, sagen wir mal wie Ottfried Fischer eben? Oder so ein Hemd. Ob ich mir das vorstellen könnte oder so. Bei Wetten, dass zum Beispiel. Ja, so Thomas macht das ja. Also so eine Krawatte wie die haben die ja genau nicht. Aber Thomas, Klamotten sind ja eigentlich immer wieder mehr noch Gegenstand aber von Diskussionen als inzwischen wie eine Ikone, ja. Und er muss auch dem immer nachrennen, indem er immer überlegt, was mache ich denn? Wo Gottes findet er das mal. Bloß? Macht nein, er das also, mit Ihnen zusammen? Nein, er zieht sich seit seinem 5. Lebensjahr selbst an. Und das hält er auch brav durch. Sie haben gesagt, aber Krise und Unterhaltung, da entlasse ich Sie nicht so schnell. Wäre es möglich, dass in einer Wetten-Das-Sendung ein Mann eingeladen wird, wie Hildebrand zum Beispiel? Also ganz konkret, wir haben Jutta Ditfurth eingeladen, das hat man uns schon übel genommen. Und anderes, Zuschauer oder Ihre Nein, schon unsere Auftraggeber, in dem Fall unsere Programmverantwortlichen. Andererseits würde man es uns aber auch übel nehmen, wahrscheinlich einen Karl Eduard von Schnitzer einzuladen oder einen ans Löwental. Also ich glaube, die Sie aber unterhaltsam fänden. Extreme werden einfach. Die sind aber lustig. Ja, wem sagen Sie das? Und wir laden auch, und ich sage auch, dass wir uns die Narrenfreiheit genommen haben und auch noch nehmen, Extreme einzuladen. Also man hat Angst vor Extremen. Das hat also nichts mit einer bestimmten Färbung zu tun. Aber Mittelmaß wird da lieber gesehen, weil sie natürlich ungefährlicher ist. Aber wir lieben das Extreme. Und deshalb finden wir gut, wenn ein Loriot neben einer Nina Hagen sitzt und möglichst daneben ein Pfarrer oder ein Bischof und daneben meinetwegen Therese Orlowski. Kein Problem. Herr Dressler, Sie haben gesagt, Sie sind ein Optimist. Können Sie dann das Wort von der Krise der Unterhaltung hören?
Ich höre es immer wieder, allein für mich, mir fehlt der Glaube. Nein, natürlich, also kein Problem, aber ich stimme dem überhaupt nicht zu. Das kann ich mit Beruhigung sagen, ich lehne mich in diesem Stuhl zurück, weil ich freiberuflich arbeite und von der Unterhaltung lebe. Da könnte man sagen, Sie haben leicht Tränen. Ja. Nein, es ist wirklich so, der Bedarf an Unterhaltung wird immer größer statt immer weniger. Das muss noch nichts mit der Qualität zusammenhängen, völlig klar. Und die Unterhaltung in der Krise kann auch da herbeigeredet werden, gerade weil es so eine immense Massivität von Unterhaltungsshows in jedem Bereich gibt. Ich selbst glaube, dass es schlechte und gute Unterhaltung gibt und dass es das gab und auch geben wird. Und ich glaube, wenn jeder, der Unterhaltung macht, ob es nun vor der Fernsehkamera oder hinter der Fernsehkamera, es mit dem Bauch tut und nicht mit dem Kopf, ich meine also nicht am Schreibtisch entwickelt, nicht strategisch sozusagen sich nach Einschaltquoten richtet und möglichst alle erreichen zu wollen, sondern einfach mit dem gesunden Menschenverstand und vor allen Dingen Programm macht, was früher immer verpönt war, auch ein bisschen von sich selbst heraus. Mhm. Also fast nicht den eigenen Geschmack über allem nehmen, aber so ein bisschen sich trauen, indem man auch selbst dahinter steht und sich nicht nur sicher nach allen Seiten, dann ist mir da überhaupt nicht bange. Das Problem ist wirklich, dass Programmverantwortliche für uns zunehmend verlangt haben, es allen recht zu machen. Eine Show zu machen von 8 bis 80, sich nach allen Seiten zu verbeugen. Und da bin ich schon längst der Meinung, dass das nicht mehr geht. Gegenüber wem möchten Sie sich nicht verbeugen? Ich möchte mich nicht in einer Show verbeugen, einer 80-Jährigen, einer 8-Jährigen und einer 18-Jährigen, weil ich die Unvereinbarkeit im Geschmack der Generation glaube, an diese Unvereinbarkeit glaube ich. Mhm. Ich glaube, dass es zielgruppenorientiertes Programm geben muss, auch Shows zielgruppenorientiertes und dass der Wunsch des bunten Abends für jedermann out ist. Mhm. Was gute Unterhaltung ist, haben wir, glaube ich, verstanden, jedenfalls aus Ihrer Sicht. Was ist denn schlechte Unterhaltung? Schlechte Unterhaltung, das ist, muss individuell beurteilt werden. Jemand findet Heller von Sinnen grauslich. Ich finde nicht sie jemand, toll. Sie. Was finden Sie schlecht? Gut, ja, ich selbst persönlich, wenn ich jetzt überlege, fällt es mir wieder schwer, weil ich das irgendwie auch verdränge. Aber, aber ich kann nicht so viel anfangen mit den reinen Game-Shows, die in Amerika vor allen Dingen den Ursprung haben und hier mehr oder weniger rüberschwappen, die nichts weiter als das Ziel haben, Geld und Werbung zu vereinbaren und die Spannung daraus nehmen, wie häufig und wie viel jemand gewinnt und das in eine Spielform packt. Das würde ich als nicht gelungen unterhalten. Also Glücksrad und Ähnlichem? Ähnliche, genau, richtig. Und wenn Sie sagen, eine gute Unterhaltung muss aus dem Bauch kommen, welche sind die Entertainer, bei denen die Unterhaltung nicht aus dem Bauch kommt? Nicht aus dem Bauch kommt, zurzeit. Ist das denn alternativ, Kopf und Bauch, oder? Nein, es gibt schon viele, die Unterhaltung mit dem Kopf machen. Ja. Ich glaube schon, die also sich überlegen, wie komme ich am besten an, was soll ich am besten sagen, wie ziehe ich mich am besten an. Machen Sie ein Beispiel. Ein Beispiel. Schwer. Das fragen Sie von mir wahrscheinlich Kollegenschelte. Nein, ich frage nur, ob Sie es sich leisten können. Nein, ich könnte es mir leisten. Ich würde es aber nicht für taktvoll erachten, sozusagen jetzt hier in der Öffentlichkeit jemand so zu bezichtigen. Mhm. Und ich müsste auch im Verständnis bitten, dass ich das nicht tue, weil es steht mir da nicht zu. Meine persönliche Meinung, die ich hierzu habe, möchte ich also nicht dazu benutzen, hier ein Forum zu finden, in dem ich sage, der oder der kann es nicht. Das würde ich nicht gerne machen. Also wir bewundern Ihr diplomatisches Geschick. Muss man als Programmmacher vielleicht auch haben. Juckt es Sie manchmal, selber vor der Kamera zu stehen? Wie andere, die wie Sie lange Programm gemacht haben? Ich gebe zu, dass als ich Fernsehen begonnen habe, und ich war früher Bankkaufmann, gab es für mich nichts anderes. Zwei Dinge, entweder Fernsehstar oder Fernsehregisseur. Nur eins der beiden Möglichkeiten, am liebsten Fernsehstar zu werden. Das heißt, die Popularität zu bekommen, das war was Faszinierendes für mich. Und durch die enge Freundschaft, durch Thomas, auch Frank Elstner oder Günther Jauch, mit denen ich arbeite, habe ich hier die negativen Seiten so kennengelernt. Der Verlust der Anonymität, dass ich weiß, dass die Genannten mich beneiden, um meine Anonymität und ich nichts Beneidenswertes mehr an Popularität finden kann. Aber gerade die Namen, die Sie genannt haben, sind die nicht manchmal auch erdrückend, wenn man sieht, was die für eine Aufmerksamkeit finden? Also genau das Gegenteil von dem, was Sie gerade sagen. Beneidet man die nicht irgendwie? Auch für das, was sie verdienen? Nein. Obwohl sie doch so einen großen Anteil... Sie werden sicherlich beneidet, auf alle Fälle. Aber ich glaube,
Ob Sie mich beneiden? Ob Sie die beneiden? Nein, also niemals. Ich vermisse überhaupt keine Streicheleinheiten. Mhm. Und ich meine sogar, dass ich sie bekomme. Und vielleicht sage ich... Sie ja hier. Hinter der Tür halt, ne? Und nein, Neid könnte ja vom finanziellen Background etwas sein. Und da gebe ich zu, als ich noch festangestellter Redakteur war, mit 5000 Mark im Monat, das gleich getan habe, was ich jetzt tue, da habe ich mir manchmal gesagt, also diese Verhältnismäßigkeit ist nicht ganz da. Und als ich mich dann freigeschwommen habe, verdiene ich das Vielfache und jetzt stimmt's wieder. Jetzt haben wir eine Antwort auf die Frage, ob man, um erfolgreich sein zu müssen, sein zu können, sich erstmal frei machen können. Ja, sollte jeder versuchen. Ich finde schon, ja. Aber einen anderen Traum haben Sie sich ja offensichtlich erfüllt, nämlich den des Regisseurs. Richtig, Sie haben Ihren zweiten Spielfilm, das wollen wir ruhig erwähnen, das ist auch der Grund, warum Sie hier sind. Mhm. Keep on Running heißt er. Ein Film über das Lebensgefühl der 60er Jahre. Nun frage ich Sie, wenn jemand, der also bislang noch nicht so viel Spielfilme gemacht hat, wie Sie, Horn Dressler, und wenn so ein profilierter Drehbuchautor wie Thomas Gottschalk zusammen ein Projekt machen über Lebensgefühl der 60er Jahre und machen dann einen Film, in dem also Studentenrevolte nicht vorkommt, in dem der Vietnamkrieg nicht vorkommt und so weiter und so fort. Ist es das, weil man sich sagt, das ist eine Masche, die zieht bereits in anderen Ländern, die wird auch hier erfolgreich sein? Oder tut man das, weil man selber die eigenen, die 60er Jahre so erlebt hat? Das Letzte ist wirklich der Punkt. Also uns natürlich liegt der Verdacht nahe, dass wir wiederum taktisch vorgegangen sein und jedes Schreckliche aus so einem Film raushalten wollen. Wäre das so schlimm? Wäre ja gar nicht so schlimm. Sondern es ist eine andere Form. Wir haben uns nicht für die Form der Dokumentation, auch nicht der spielerischen Dokumentation entschieden, sondern für einen Film, für anderthalb Stunden. Auch hier wieder klar Unterhaltung. Und aber, und das ist wirklich das Wichtige, Thomas ist in Kulmbach aufgewachsen, ich in Rinteln an der Weser. Und wir haben in diesen kleinen Städten im Fernsehen erfahren von der Revolte, im Fernsehen von der heute viel beschriebenen 68er-Generation gehört. Wir hatten ganz andere Probleme. Für mich war das der Ärger mit meinem Vater und den langen Haaren über den Kragen. Oh, der viel wichtige Punkt. Frage an die Regie, haben wir ein Zuspiel? Wir haben nämlich eine Szene mit dem Vater, der sich über die Mathematiknoten des Sohnes aufregt. Vielleicht können wir das mal sehen. Sein Gesicht sehen. So, Schluss, aus, Feierabend. Meine Herren Sunny Boys, es hat sich ausgesunnied. Wie sagtest du, stehst du in Mathematik? Ja, also, meinst du jetzt die Vorzensuren? Ja, die Vorzensuren, von denen Dr. Grundmann mir gesagt hat, sie sind 4, 5, 5 und 5. Ja, ich habe alle 5+. Ah, so, ja. Dann läuft deine berufliche Zukunft wohl auf ein Mathematikstudium hinaus. Ach, Papa, jetzt reg dich doch nicht künstlich auf. Ich rege mich nicht künstlich, ich rege mich natürlich auf. Was glaubst du eigentlich, wie ich mein Abitur gemacht habe? Denkst du, ich hätte so ein Leben gehabt wie du? Glaubt ihr, wir hätten eine Beatkapelle gehabt? Nein, aber wir hatten Vorbilder. Sieht so vielleicht ein Vorbild aus? Moment mal, das ist Jimi Hendrix. Jimi Hendrix ist heutzutage das, was zu ihrer Zeit Mozart war. Aha. Hat er Abitur? Ja, also, Herr Dressler, jetzt schauen Sie mir fest in die Augen und sagen, Sie haben diesen Film gedreht, um ein Stück Autobiografie zu drehen. Es ist autobiografisch zum Teil, aber nicht der Anlass. Nämlich der Anlass zu diesem Film kam nicht von uns. Der Anlass kam wirklich von Marketingleuten einer Filmfirma, die gesagt haben, 60er könnte irgendwann in sein, lass uns einen Film über die 60er machen. Und ich wurde angesprochen, ob ich Lust hätte, natürlich mit dem Hintergedanken wahrscheinlich, den Thomas mit ins Boot zu bekommen. Mhm. Und dann haben wir sozusagen auf Auftrag gearbeitet. Aber und der Ansatz, der Kick zu den Erinnerungen waren autobiografische Dinge. Mhm. In dem Film, was mit dem Rundfunk zu tun hat, ist mehr oder weniger Thomas. Und alles, was mit der Band zu tun hat, mehr oder weniger meine Geschichte vom Ansatz. Okay. Dass nachher aber 80% doch reine Fantasie sind, kann sich ja nicht jeder denken. Das finde ich jetzt sehr ehrlich. Sie waren lange genug Aufnahmeleiter, Sie haben bestimmt schon das Schild gesehen, schließen. Aber es gab... Dachte, das weitermachen. Nein, aber es gab eine Beschwerde von Rupert Neudeck und die will ich einfach nicht so untergehen lassen.
als der Film lief, sagte er, er hätte ihnen eine Frage gestellt und die wäre nicht beantwortet worden. Ja. Dann ist sie akustisch untergegangen. Dann, wenn Sie sie nochmal vielleicht wiederholen würden. Ihre Frage nach Hildebrand. Stimmt, da war ich unterbrochen, aber ich hatte die beantwortet, diese Frage, dass ich sagte, Jutta Ditfurth hatten wir in der Sendung, hatten Probleme, dass wir Extreme lieben, insofern immer gerne einladen. Dieter Hildebrand ist ein Wunschgast auf unserer Liste. Wir haben unsere Probleme tatsächlich noch, diesen Wunschgast in die Wirklichkeit, in die Tat umzusetzen. Und wir hoffen aber, dass es demnächst bald soweit ist. Das liegt nicht an ihm, Jan. Herr Dressler, haben Sie die Fantasie, sich vorzustellen, wie die Eheleute Dressler und Gottschalk alt werden gemeinsam? Ich glaube, dass der Thomas ein würdiger Kuhlenkampf-Nachfolger werden könnte. Da muss aber die Matte ab. Ne? Na gut, das wird die vielleicht von selbst passieren. Aber das wäre jetzt böse. Nein, also das sind natürlich äußerliche Dinge, die davon selbst kommen. Also mit Sicherheit wird der Thomas nicht irgendwann sagen, ich bin jetzt zu alt für eine Unterhaltung, ich höre jetzt auf. Er wird weitermachen. Also ich werde zumindest versuchen, ihn da zu bestärken. Und ich werde auch dann vielleicht noch Filme machen, wenn man mich lässt. Und ich werde auch dann noch Shows machen für andere, hoffentlich. Und das sicherlich nicht von irgendeinem Ehrgeiz getrieben, etwas erreichen zu wollen, sondern um einfach Erreichtes weiterhin spaßhaft voranzutreiben. Aber ich schließe aus der Formulierung auch, dass Sie sich vorstellen können, ohne Thomas Gottschalk weiterzumachen. Aber das ist ganz wichtig sogar. Also die Abhängigkeit voneinander ist nicht da, was einen leichter arbeiten lässt. Das wäre ganz schlimm. Nämlich Thomas ist durchaus jemand, der sagen kann und sagen wird, ich mache jetzt mal ein Jahr nichts, zwei Jahre. Und wenn er dann denkt, oh, um Gottes Willen, was mache ich da mit dem Dressler, wäre ja schlimm. Schönen Dank, Herr Dressler. Okay. Okay.